Das beeinflusst dein privates Leben und das sagt dir niemand. Und ihr kennt sicherlich das Sprichwort: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wenn man, es fällt mir gerade eine Geschichte ein, die werde ich dir erzählen, die ist ein bisschen unangenehm, aber ich erzähle sie dir trotzdem. Ich habe eine Tante, die lebt nicht mehr. Damals, also meine Familie kommt ursprünglich aus Tunesien, aus den Bergen. Das waren Selbstversorger, das heißt, es gab dort keine Läden oder sowas. Die haben einfach alles alleine gemacht. Die hatten Tiere, die haben sich das Essen im Sommer also trocknen lassen, Fleisch getrocknet, Gemüse getrocknet, Obst getrocknet, damit sie für den Winter genug zu essen haben. Sie hatten keine Heizung, sie hatten kein warmes Wasser, sie hatten keinen Strom, nichts. Und ich habe sie einige Male besucht, beziehungsweise einen Onkel von meiner Mutter, der da noch gelebt hatte, den hatte ich ein paar Mal besucht, weil meine Mutter mir ja ihren Ort zeigen wollte, wo sie aufgewachsen ist. Sehr, sehr wunderschöner, natürlicher, unberührter Ort. Also die Natur ist ein Traum. Und ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, da war ich 12, als ich bei diesem Onkel war. Es gab keine Toilette, das heißt, sie haben draußen im Busch gemacht. Es gab keine Kühlschränke, wo ich mich gewundert habe, okay, wie machen die das? Die hatten aber Licht. Da hatten die schon, ich weiß nicht, ob sie aber warmes Wasser hatten. Ist jetzt egal. Und damals eine Tante von mir, meine Mutter, hatte mir erzählt, dass sie dann mit ihnen ins Dorf gefahren ist. Und dort gab es wie so einen kleinen Supermarkt. Das war dann irgendwie so in den 70er, 80er Jahren irgendwie so. Und sie war zum ersten Mal in einem Supermarkt. Nicht so modern wie heute. Es war ein kleiner Supermarkt. Sie ist reingegangen mit ihrem Bruder damals. Sie war 17, 18. Und sie meinte, sie kam dann da rein und hat die Lebensmittel einfach da in den Regalen gesehen und hat angefangen, die Sachen zu nehmen, weil die sich dachte, wow, man kann sich einfach hier das Essen nehmen. Und dann fing sie an, sich das Gemüse zu nehmen. Und mein Onkel hat sie, also ihr Bruder hat sie beobachtet und meinte, leg das wieder zurück, wir haben das Geld dafür nicht. Ja, also sie hat sich sehr, sehr geschämt, weil lange Geschichte, kurzer Sinn, sie dachte, das wäre umsonst. So, hätte sie die Sachen mitgenommen, wäre sie erwischt worden damit, dass sie nicht bezahlt und rausgeht, wäre sie dafür bestraft worden, obwohl sie nicht wusste, dass diese Lebensmittel bezahlt werden müssen. Und so auch in unserem Leben. Es gibt energetisch Themen, die wir immer noch nicht verstehen, aber immer mehr kommt er jetzt raus. Und jetzt, wo wir sie verstehen, können wir sie für uns nutzen. Ansonsten nutzen wir sie die ganze Zeit gegen uns. Und so auch das Thema, das beeinflusst dein privates Leben, ohne dass du es weißt. Deine Taten, Absichten und Worte können den Energiefluss stoppen, der für Wohlstand, Gesundheit und Freude verantwortlich ist. Wenn wir uns jetzt ganz genau unsere Taten und unsere Worte und unsere Absichten anschauen, vielleicht fällt uns der eine oder die andere auf, die sehr missgünstig ist, über andere schlecht redet, ständig frustriert ist. Wenn wir missgünstig sind, hassen, neidisch sind, schlecht über andere reden, ziehen wir damit natürlich negative Sachen auch zu uns an. Und da ist es egal, wie viel wir Affirmationen sprechen, wie viel wir visualisieren, wie viel wir meditieren. Wenn wir dann im Alltag nur neidisch sind, nur missgünstig sind, nur über andere schlecht reden, baden wir in einer negativen Energie. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich mit dem Finger auf bestimmte Personen zeige und sage, guck mal, wie neidisch die ist oder guck mal, wie missgünstig oder guck mal, die ist nur am Lästern und redet schlecht über andere und wünscht ihnen nur Schlechtes. Es geht darum, diese Menschen wissen ja gar nicht, was sie da tun. Die sind so unzufrieden und schauen nur nach außen anstatt nach innen. Und ich kann euch sagen, ich bin teilweise auch so gewesen, dass ich nur nach außen schaue, aber nicht nach innen schaue, weil ich nicht wusste, dass das geht. Wenn ich neidisch bin, und das kommt bis heute noch vor, dass ich Neid empfinde. Ich glaube, egal wie weit du dich entwickelt hast und egal wie viele Bücher oder Seminare du schon besucht hast oder gelesen hast, können wir Hass empfinden und können wir auch Neid empfinden, wenn wir ehrlich zu uns sind. Weil diese Gefühle sind da und haben ihre Berechtigung. Das bedeutet, ich hatte jetzt erst vor kurzem eine Situation, wo ich Neid empfunden habe. Ich möchte gar nicht auf die Situation tiefer eingehen, aber ich habe mich in dem Moment gefragt, so wow, warum bist du gerade neidisch, Samar? Dann habe ich überlegt, die Person hat etwas, was ich gerade nicht habe. Und etwas in mir glaubt, dass ich das auch niemals haben werde. Und das hat in mir Neid entfacht. Wenn wir also in uns reinschauen, können wir damit arbeiten.
Ich habe dann an mir gearbeitet, um zu schauen, warum denke ich, dass ich das niemals haben werde. Und die Geschichte dauert ein bisschen länger. Also ich habe dann 2-3 Tage mit dieser Frage gearbeitet und bin in Situationen reingekommen aus meiner Kindheit, auch mit meiner Mutter und so weiter, die mir gezeigt haben, dass ich glaube, dass ich es nicht wert bin, in so einer Situation zu sein. Und dass ich deshalb Menschen, die so leben, es neide und ein Teil von mir denkt, die Person schauspielert nur, die tut nur so, als ob. In Wirklichkeit ist es gar nicht so toll, wie sie zeigt. Damit ich es mir gut rede, dass die schlechte Seite doch besser ist als diese gute Seite. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine. Ich rede hier so ein bisschen in Rätseln. Ich will nicht so tief in die bestimmte Situation reingehen. Irgendwann werde ich sie euch erzählen. Aber wenn wir so an uns selber arbeiten, können wir die andere Person loslassen, auf die wir neidisch sind, und sehen, dass es was mit uns selbst zu tun hat. Wenn ich in diesem Moment die Situation nicht erlebt hätte und diesen Neid in mir gespürt habe, ich habe mich wirklich erschrocken, okay, haha, was ist denn das? Warum bist du neidisch? Ich dachte, ich habe schon alles. Nein, aber die eine Sache habe ich nicht. Und die hätte ich gerne. Aber ich glaube, dass ich sie nie haben werde. Damit zu arbeiten, ist sehr schmerzhaft. Es ist leichter, dann über die andere Person schlecht zu reden und sie schlecht darzustellen, damit ich mich gut fühlen kann. Nur auf Dauer werde ich mich nicht gut fühlen. Und auf Dauer kann ich das, was ich gerne hätte, nicht manifestieren, weil ich ja nicht hinschaue, weil ich nicht an mir arbeite. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, dass egal wie viel ich meditiere, visualisiere, affirmiere und diese ganzen spirituellen oder positiven Sachen mache, dass die null nutzen, nichts nutzen, wenn ich nicht wirklich in mich reinschaue und gucke, warum projiziere ich gewisse Sachen auf andere? Warum lästere ich? Warum hasse ich? Warum bin ich wütend? Warum kann ich nicht gönnen? Wenn das in mir hochkommt, damit zu bleiben. Und das, also tiefer damit zu arbeiten, tiefer zu gehen. Da können wir in vergangene Erfahrungen reingehen und in uns diese, ich sag Heilung, es ist keine Heilung, aber das wieder in uns ganz machen. Ne, das, was teilweise kaputt ist, wieder ganz zu machen, zu reparieren, sodass ich Erfahrungen machen kann, dass, wenn diese Person das hat, das für mich keine Gefahr ist, weil ich das auch haben kann. Klar kann man mal abrutschen und hassen und wütend sein und andere verurteilen. Das kann passieren, aber nicht auf Dauer. Wenn wir das regelmäßig machen, laden wir damit nur negative Energien in unser eigenes Leben rein. Deshalb schau in dein Inneres. So sehr es auch wehtut, diese Arbeit ist es wert, in sein Inneres zu schauen, um herauszufinden, welche dunklen Flecken sind da aus meiner Vergangenheit. Wie bei einem Puzzle. Da sind fehlende Puzzleteile, die sind einfach nur dunkel. Ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Und diese dunklen Teile, die fehlen, haben immer noch Auswirkungen auf mein Gesamtbild des Lebens. Wenn ich die aufdecken kann und reinlegen kann, ist es wieder ganz und harmonisch. Also anstatt mich über andere aufzuregen, das darf ich, wie gesagt, aber dann wieder zur Besinnung zurückkommen. Und es passiert mir ja auch immer noch, ne, dass ich manchmal abrutsche und mich dann über etwas aufrege, bis ich mich erinnere, okay, dann schau doch mal in dich rein. Ich sage nicht, alles, was im Außen passiert, hat was mit dir zu tun und du bist schuld. Das geht nie um Schuld, nie, nie, nie. Es geht eher nur darum, es gibt gewisse Dinge, die können uns helfen, dunkle Anteile zu finden, nicht Anteile, dunkle Flecken zu finden, Erinnerungen zu finden, beziehungsweise auch Glaubenssätze, die ich noch in mir trage, die ich in die Heilung bringen kann. Um ein viel um ein viel besseres Leben zu führen und nicht die ganze Zeit da so genervt zu sitzen und ja, frustriert zu sein über das aktuelle Leben. Wir dürfen frustriert sein und wir dürfen auch depressive Phasen haben, wir dürfen das alles haben. Es geht wirklich nur darum, dass wir es in der Hand haben können. Nicht jeder hat es immer in der Hand. Wenn wir sehr traumatisiert sind, ist es sehr schwierig, es in die Hand zu nehmen, weil uns beigebracht wurde, wenn ich es in die Hand nehme, werde ich bestraft. Und das kann den Tod bedeuten. Und ich sage jetzt den Tod bedeuten, ist auch jetzt wieder zu tief gegriffen. Kinder machen oft die überfordernde Erfahrung, dass wenn ich zum Beispiel die Eigeninitiative in die Hand nehme, wenn ich etwas auflösen möchte, Problem lösen möchte, manchmal mit dem Kind geschlagen oder bestraft oder die Eltern strafen es damit, dass sie keine Aufmerksamkeit mehr geben. Und das ist für ein Kind der Tod.
Warum der Tod? Ich brauche doch diese Erwachsenen, weil sie mich hier ernähren und weil sie für mich da sind. Und ich will, dass sie aufmerksam sind auf mich. Ich will, dass ich bei ihnen sitzen darf, auf dem Schoß und so weiter. Und wenn das dann fehlt, ist es ein Teil von mir, stirbt in diesem Moment. Deshalb kann es natürlich überfordernd sein, wenn ich sage, ja, du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Es ist nicht für jeden, es ist für jeden möglich, ja, aber es ist nicht für jeden mit Einfachheit möglich. Manchmal braucht man nochmal eine Therapie, eine begleitende Coaching-Sitzung oder Sitzungen, mehrere, um in die Eigenmacht zu kommen. Ihr kennt es ja, ganz viele sagen, hast es in der Hand und nimm es in die Hand und du musst dich nur dafür entscheiden. Manchmal kann man sich nicht einfach nur dafür entscheiden, wenn man traumatisiert ist. Dann kommt das Gefühl raus oder hoch, ich bin wertlos, ich bin dumm, die anderen können es, ich kann es nicht. Da ist ganz viel Überforderung im Nervensystem, ne, wenn dich so jemand in die Ecke drängt, du musst dich nur entscheiden. Das ist dann wieder dieses narzisstische Verhalten von den Eltern, das wir wiederholt empfinden, weil irgendjemand uns sagt, du musst dich nur entscheiden. Du kannst es, du wirst es schaffen. Ja, und wenn ich es dann nicht schaffe, denke ich, ich war der Fehler, was du aber nicht bist. Das ist einfach Trauma. Da ist einfach überfordernde Erlebnisse aus der Kindheit, die in die Liebe gebracht werden wollen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link. Melde dich sehr gerne, kannst dich auch über Instagram per Direktnachricht bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.